Hallo Balugu. In der deutschen Hauptstadt Berlin hat es heute eine echt große Demo gegeben. Unter dem Motto Unteilbar wurde gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit demonstriert. Organisiert hatten die Demo viele verschiedene Parteien, Vereine und Organisationen. Und so war es echt voll auf den Straßen in Berlin. Die Veranstalter sagen, dass mehr als 240.000 Menschen mitdemonstriert haben. Ja, mir liegt da eine andere Zahl vor. Irgendwas zwischen 140 und 150.000 ist mir so im Sinn. Mit unteilbar meinten die Demonstranten, dass die Menschen in Deutschland zusammenhalten sollten und niemand ausgegrenzt werden sollte. Wir demonstrieren hier ja gegen Rassismus und das ist schon ziemlich wichtig, weil es eigentlich niemand verdient hat, nur wegen zum Beispiel der Hautfarbe oder der Herkunft diskriminiert zu werden. Wie viel Zuckerwatte hast du denn gefressen, dass du jetzt schon so verdummt in deiner verlausten Birne bist? Thema verfehlt, 6 Sätzen. Weil ich es wichtig finde, dass man sich dafür einsetzt, weil sonst können auch viel schlimmere Dinge passieren. Du bist zwar noch ein bisschen jung, dann setzt du dich aber doch mal ein für Frauen, Mädchen deines Alters, höheren Alters, dass die eben nicht vergewaltigt und gemordet werden. Das wäre mal ein Einsatz, ne? Wir müssen jetzt einfach mal was machen, sonst gewinnen die Rechten die Überhand. Das darf nicht passieren. Es haben ja schon fast die Asylaner die Überhand gewonnen. Du Hirnamputierter. Man sieht durch solche Demonstrationen ja erst, wie viele Leute überhaupt gegen Rassismus sind. Und das waren heute in Berlin wirklich viele Tausend. Sie starteten am Alexanderplatz und zogen von dort mit Plakaten, Luftballons und Musik durch die Innenstadt, am Brandenburger Tor vorbei, bis zur Siegessäule. Dort findet gerade noch zum Abschluss der Demo ein Konzert statt. So, auf die Gefahr hin, dass ich dann bei YouTube gesperrt werde. Ich blende euch jetzt mal ein Video ein. Das ist in Frankreich geschehen, wo ein Mann von zwei Migranten oder Asylanern brutal zusammengetreten wird, dabei verstarb und sich die zwei Männer dann darüber noch lustig gemacht haben. Die Qualität ist nicht so gut und alle, die auf so einer Demo waren, jetzt wie da oder so einer Sitzung, die dürfen sich das angucken, ist aber nichts für schwache Nerven. Alle. Oh, nique sa mère, lui. Oh, tue-le. Nique sa mère. Allez, nique-le. Oh, nique sa mère. Lâche-toi. Et toi, tu restes tranquille. Voilà, c'est comme ça ou pas? Personne ne touche. Oh, on est où là? On est pas à Nice? On est pas à Nice ou pas? On est pas à Nice? Reste tranquille. Qu'est-ce que t'attends? Oh, nique sa mère à lui. Oh, nique-le. Oh, nique-le. Oh, nique-le. Oh, nique-le. Oh, nique-le. Regarde c'est le SGA. Oh, regarde-le, comment il est, lui. Il est en sang. C'est le SGA. Laisse-le. Envoie, c'est le SGA. C'est le SGA, papa. Je l'ai détruit. 06000, frérot. Je l'ai détruit. 06000. Oh, si, c'est il Nice. Il est mort. C'est Nice. Das wäre vielleicht mal eine Idee, da mal zu demonstrieren. Also gegen diese massenhafte Gewalt von unseren schutzsuchenden Flüchtlingen in Europa. Das wäre mal ein Thema. Hallo Balugu, wir leben in Deutschland in einer Demokratie. Es gibt also keinen Herrscher, der über alles bestimmt wie in einer Diktatur und auch keinen Kaiser und keine Königin wie in einer Monarchie. Viele finden, dass die Demokratie eine tolle Sache ist und das Bundesland Rheinland-Pfalz feiert deswegen heute den Demokratietag. Wir waren in Ingelheim dabei und ganz viele junge Leute auch. Der Demokratietag in Rheinland-Pfalz soll die Menschen daran erinnern, wie wichtig Demokratie ist. Doch was versteht man eigentlich darunter? Jetzt hört und seht ihr wieder ein paar Beiträge von Protagonisten. Ja, die so hell sind wie 3 Liter Altöl. Dass jeder Bürger mitbestimmen darf. In der Demokratie, da ist halt wichtig, was die Leute wollen und nicht, was einer will. Wir kennen das aus dem Klassenrat, aus unserer Schule und wir stimmen immer über Sachen ab.
zum Beispiel über Klassenfahrten oder so. Ich finde das gut, weil alle mitbestimmen dürfen. Ich finde das sehr gut, dass Menschen auch Rechte haben mitzubestimmen, weil wenn jetzt einer entscheidet, was passiert, ist es vielleicht für die anderen nicht gut. Da stellt sich mir jetzt die Frage, ja, mussten die Sätze auswendig lernen? Haben die schon genug Impfschäden hinter sich, sind komplett verchemtrailed, sind bestochen worden, kriegen Mods Geld, also es ist nicht feierlich oder es ist vielleicht eine Melange aus allem, ich weiß es nicht. Ein wichtiger Punkt ist also, dass in einer Demokratie gemeinsam abgestimmt wird, zum Beispiel darüber, wer das Volk vertreten soll. Es gibt aber auch andere Dinge, die eine Demokratie ausmachen. Jeder Mensch, also in einer Demokratie, darf sagen, was er möchte und darf nicht bestraft werden dazu. Also, dass er zum Beispiel ins Gefängnis kommt oder so. Deswegen gibt es ja auch das Netzdurchsetzungsgesetz, das neue Polizeiaufgabengesetz, der Uploadfilter und eben bald auch die Lizenzen, die Änderung des Rundfunkvertrages. Tja, junger Mann. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Nicht zu glauben. Ich weiß auch gar nicht, ob der das glaubt, ja? Oder er ist wirklich komplett eben auch schon beim Mainstream, davon darf ausgegangen werden. Es ist auch egal, ob welche Religion man hat oder welche Hautfarbe, egal ob Mann oder Frau. Es gibt Gleichberechtigung. Genau wie im Islam. Meinungsfreiheit heißt, dass man das sagen kann, was man will. Wenn es keine Demokratie geben würde, dann würde das ja halt alles anders sein. Weil da könnten zum Beispiel nicht frei rumlaufen oder so. Es sitzen schon genug Menschen im Gefängnis, im Bund, die irgendetwas gesagt haben. Nur zur Info. Auf logo.de gibt es einen kurzen Erklärfilm zur Demokratie und wir erklären, warum es so wichtig ist, wählen zu gehen. Hast du es jetzt kapiert? Nach meinem Dafürhalten nicht wichtig, nach meinem Dafürhalten illegal, nach meinem Dafürhalten bringt es überhaupt nichts. Tja, aber ihr habt einen Kopf, ihr habt Gehirn, denkt selber nach, ich will da niemanden beeinflussen. Was haben die Thermosflasche, der Teebeutel, die Glühbirne und die Mundharmonika gemeinsam? Sie alle wurden in Deutschland erfunden. Und das sind nicht die einzigen Erfindungen. Auch heute noch werden jeden Tag hier bei uns neue Dinge erfunden. Da folgten jetzt im Logo-Beitrag eine Reihe von Erfindungen, die von deutscher Hand und von deutschen Köpfen ausgegangen sind. Okay. Leider kam dann in dem ganzen Logo-Beitrag dann nicht mal so ein Satz. Darauf dürfen wir getrost stolz sein. Ich schneide euch jetzt noch ein paar Sequenzen aus dem Video vom Tim Kellner raus und auch da werdet ihr mit den Ohren schlackern. Ein paar werden es sicherlich kennen. Ich habe gedacht, ich packe das da mit rein, denn schlimmer geht's immer. Freunde, ich habe schon viel in meinem Leben gesehen. Verstörende Bilder, Bilder, die sich nie wieder aus dem Gedächtnis entfernen lassen. Von schlimm über unangenehm bis peinlich bis abstoßend. Aber was ich euch heute präsentieren werde, das ist wirklich der Olymp des Fremdschämens. So unfassbar abgrundtief peinlich. Aber mir fehlen die Worte, deshalb lasse ich jetzt einfach erstmal ein paar Bilder sprechen. Lieber Kollege Tim, natürlich, du hast vollkommen recht, grenzt schon fast an 100%. Ich glaube aber, wir werden in der näheren und nächsten Zukunft noch viel, viel schlimmere Sachen auf diesem visuellen Weg erfahren müssen. Darf ich vorstellen, wir sind KBNA, der kiezbezogene Netzwerkaufbaustar. Als ich da heute Morgen drüber informiert wurde, musste ich mir das erstmal selbst angucken und
mir fehlen immer noch die Worte. Also, was ist das? Aber, ja, schauen wir mal weiter. Wir sind KBNA, wir sind füreinander da. Wir setzen ein Zeichen gegen Hass, wir setzen ein Zeichen gegen Hass. KBNA, wir sind füreinander da. Klar, erstmal wirkt es sehr verwunderlich. Weiß jetzt auch noch nicht so ganz genau, was dahinter stecken könnte. KBNA, wir sind füreinander da. Normalerweise muss man da auch gar nicht mehr viel zu sagen, denn die Bilder sprechen ja für sich. Aber so ein paar Sachen, so ein paar Highlights muss ich einfach nochmal gesondert einblenden. Also das finde ich auch gar nicht schlecht hier gerade. Moment. Ach Gottchen, ist das nicht schön irgendwie. Alle haben sich lieb und klatschen und die Welt ist so schön. Und man glaubt, dass diese blonde Dame gleich wahrscheinlich mit ihrem Einhorn durch den Regenbogen springen wird. Aber schauen wir weiter. Och Mensch, ist das schön irgendwie. Die Polizei arm in arm mit Migranten und ist ja auch alles gar nicht weiter schlimm, aber da stellt sich mir die Frage, wann kommen jetzt demnächst die Szenen, in denen man sich dann mit arabischen Großfamilien vielleicht Hand in Hand zeigt und gemeinsam Eis essend durch die Fußgängerzone schlendert? Ich will es nicht befeuern, ich will ja auch keine schlechten Energien raushauen, aber vielleicht sehen wir dann auch mal Szenen, wo es dann auch, ja, wo dann auch die Polizei mit gangbangt, mit vergewaltigt und alle liegen sich hinterher quietschfidel im Arm und sagen, die Welt ist schön, die Welt ist bunt, heute wird gerammelt, das ist gesund. Man weiß es nicht, ich bin gespannt. So, aber jetzt kommt das absolute Highlight des Videos. Nochmal meine Warnung, also die folgenden Bilder sind wirklich auf eigene Gefahr hinzukonsumieren. Aufgepasst. Ich arbeite für die Polizei, aber trotzdem kann ich auch dein Homie sein. Oh mein Gott. Ich arbeite bei der Polizei und trotzdem kann ich auch dein Homie sein. Ja genau, du, bitte erhöre mich. Ich bin ein ganz normaler Mensch und kein Bösewicht. Brauchst du Hilfe, komm, du erreichst mich draußen oder im Abschnitt 36. KBNA, ein Ort der Begegnung. Hier gibt es keine zwei Seiten, wir verstehen uns. Reich mir deine Hand, ich erwidere sie. Keine Feinde, wir sind lieber ein Team, das ist. Ey, yo, arabische Familienclans, Schutzgelderpressung, Rotlicht, kriminelle Migranten in Rockerkutten. Reicht mir eure Hände, ich erwidere sie, denn wir sind lieber ein Team. Yo, Mann! Wir setzen ein Zeichen gegen Hass, wir setzen ein Zeichen. Ja, das ist schon sehr erstaunlich, irgendwie abschreckend. Ich bin ja auch am Rotieren. Zumal ja auch viele Polizisten jeden Tag von unseren wertvoller als Gold seienden gar nicht mal so gut behandelt werden. Angespuckt, gebissen, geschlagen, getreten, in Schwitzkasten genommen. Laola-Welle rules. Also, aber wie gesagt, die Highlights immer noch mal in Wiederholung. Aufgepasst! Wir setzen ein Zeichen gegen Hass. Wir setzen ein Zeichen gegen Hass. Wir sind füreinander da. Wir setzen ein Zeichen gegen Hass. Nur ganz kurz beiläufig gefragt, also diese trommelnden Farbigen, sind das jetzt neue Polizeischüler des nächsten Ausbildungsjahrgangs oder ich weiß nicht, also ich kann das nicht so genau zuordnen. Aber ansonsten, ja, motiviert, selbstbewusst, sportiv, so muss das sein. Tim, also ich meine, du bei der Polizei gewesen,
man kann auch solche Trommelstäbe und Stöcke durchaus auch als nette, bereichernde Schlagstöcke einsetzen. Mal so, mal so. Ein Zeichen gegen Hass. Ach Mensch, ist das schön irgendwie. Jeder offensichtliche Bio-Deutsche hat jetzt schon einen offensichtlichen Migranten an der Seite. Ach, das ist die schöne neue Welt und ja, rosige Zeiten stehen uns bevor. Und jetzt kommt nochmal die Endszene, wo beide Gangs aufeinander zugehen und was dann passiert, ja. Setz doch mal ein Zeichen gegen Gewalt, Vergewaltigung, Mord und Totschlag gegen Bio-Deutsche. Zeig doch da mal ein Zeichen, bitte. Oh Mann, das ist so rührend, das ist so schön. Hat an sich lieb und das ist das schön. So, und jetzt mal Spaß beiseite, denn das Thema ist sehr ernst. Das ist eine unglaubliche Blamage, auch auf Kosten des Steuerzahlers, so einen Rotz zu produzieren, die Kriminalität, insbesondere in der Hauptstadt, so zu verharmlosen. Und ich sage nochmal, was wird das nächste sein? Verbrüderungsszenen mit arabischen Großfamilien? Oder vielleicht eine gemeinsame Parkparty im Görlitzer Park mit den dortigen afrikanischen Drogendealern. Oder vielleicht ein weiteres Stadtfest, bevor dann die nächsten Leute in Berlin abgemetzelt werden und niedergeschossen werden. Was ist das nächste? Aber ich habe als ehemaliger Polizeibeamter weiterhin sehr gute Kontakte in alle Bereiche der Polizei. Und ich kann euch versichern, Freunde, dass alle diese Menschen, mit denen ich noch in Kontakt stehe, sich abgrundtief für dieses Video schämen. Und stellvertretend für alle diese und auch von meiner Person möchte ich mich für dieses Video entschuldigen. Tim, ich hätte da mal zwei Bitten, Anfragen, Wünsche. Wenn du so Kontakte, so viele Kontakte noch hast in diesen Kreisen, dann krieg doch A mal bitte raus. Ich meine, das war jetzt kein Fake-Video, das glaube ich nicht, aber was sind die Verantwortlichen? Oder wer sind die Verantwortlichen? Und man kann sich vielleicht auch Polizeiautos mieten, man kann sich Polizeikutten anziehen. Es könnte ja auch durchaus ein Film sein, wo jetzt wirklich von jemand ganz anderes verfasst und gedreht worden ist. Versucht da mal dran zu bleiben, weil irgendwie ist es für mich nicht stimmig, was da jetzt hier produziert wurde. Es ist so unglaublich zum Fremdschämen, peinlich und abstoßend, dass mir regelrecht schlecht wird. Aber Freunde, das ist das, was auf uns weiter zukommen wird, wenn wir nicht endlich demokratisch und politisch die Handbremse in diesem Land ziehen, auf dass die Tage wieder besser werden. Man sieht sich und bis bald. Nun gut, ich habe jetzt wieder einiges in mein Video mit reingenommen. Klar, Logo, logischerweise. Ich
komme da nicht weg davon. Es ist jetzt auch nicht so, dass mir langweilig wäre oder ich komplett unausgelastet bin. Es war mir jetzt auch immer wieder nochmal wichtig, da was zu machen. Den Beitrag vom Tim Kellner habe ich jetzt auch ungeschnitten drin gelassen. Die Sachen, die er so als Joke einblendet, das sind seine Jokes, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Und wer mich kennt, weiß, dass es auch immer mal wieder was zu Chemtrails gibt. Ich hatte erst ein paar Aufnahmen gemacht, die hatte ich schon im Film drin, die habe ich dann wieder rausgenommen. Jetzt gibt es hier so ein paar Filmszenen, Musik, Sabaton, versteht sich. Aber wenn das dann jetzt nicht interessiert, der kann auch gerne dann hier stoppen. Und ja, da wäre ich jetzt erstmal durch. Passt extrem gut auf euch auf. Ich muss jetzt auch gleich noch ein Intro einspielen. Muss ich nicht. Das mache ich wieder schriftlich. Als Einspann. In diesem Sinne, der Mensch Martin, Hauptkanal Wake News Radio, Wake News TV, Ergänzungskanal. Ja, ich schaff's ja nie ohne mal einen Versprecher. Also nochmal, Cut. Der Mensch Martin, Hauptkanal Wake News Radio, Wake News TV, Ergänzungskanal Schrumpfkopf TV. Macht's gut, passt sehr gut auf euch auf. Tschüss, ciao. Rats to die to stand before.
Rast und Tat und Stand der Boden.